Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute darf ich euch den Norma-Prospekt vorstellen. Den habe ich jetzt gerade, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und den hat mir ein lieber Kollege auf Instagram zugeschickt. Und ich finde es geil, denn ich habe ins Feuerwerkforum geschaut. Da wird ein bisschen spekuliert, ob der echt sein könnte oder ob er gefaked ist. Aber ich glaube schon, dass das echt ist, weil es sieht ziemlich authentisch aus. Und ich wollte eigentlich so ein Prospektvideo eigentlich ganz normal auf dem Prospekt machen, aber jetzt kam hier 9.12. schon das Norma-Prospekt und dachte mir jetzt, ich muss ein Video dazu machen, um euch zu zeigen, was es da eigentlich zu kaufen gibt. Und ich finde es richtig geil und ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken uns das Angebot für dieses Jahr mal an, weil es wird einige Leute wahrscheinlich sehr interessieren. Okay, ihr seht hier, das ist das oder der Norma-Prospekt für dieses Jahr und Startschuss 2017, das Feuerwerk der Superlative zu bombastischen Niedrigpreisen. Gucken wir mal an. Es war ja die Rede, dass es bei Norma dieses Jahr Fox-Artikel geben soll. Das sieht aber leider nicht so aus. Also hier ist nur Nico, wie gewöhnlich Nico, die guten Nico-Raketen natürlich dabei und Weko-Feuerwerk etwas vertreten. Und jetzt gucken wir einfach mal rein, was es so gibt. Ich werde zu bestimmten Artikeln, die ich selber schon getestet habe, natürlich auch Empfehlungen geben und ein bisschen was darüber reden. Über Artikel, die ich selber noch nicht getestet habe, werde ich natürlich nicht viel sagen können, weil ich sie eben noch nicht getestet habe. Aber vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon. Okay, dann gucken wir mal rein. Wir haben hier als erstes das Raketensortiment Metal Rocket Reloaded für 29,99. Da sind 33 Raketen drin. Wirklich nur Nico-Raketen drin. Finde ich saugut. Jeder weiß von euch, vielleicht weiß es nicht jeder, aber die Nico-Raketen sind eine der besten Raketen auf dem deutschen Markt. Und bei Norma kriegt ihr die halt wirklich massenweise, solange sie nicht ausverkauft sind. Und man muss hier sagen, hier sind die guten Blastraketen von Nico drin, Turbo. Man hat hier sogar 6 Ringraketen, das haben die hier sogar extra nochmal mit drauf gedruckt, damit man es auch sieht. Und ihr kennt ja vom Rocket Rally, da sind die ja auch drin. Die Ring Rockets, die sind immer gut und sorgen für eine gute Abwechslung, finde ich. Also sind sehr gute Raketen. Genau, also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Da zahlt ihr weniger als 1 Euro für eine Rakete. Das ist ein super Set. Wer Raketen mag, der ist da echt gut bedient. Dann haben wir das Ultimate Mix für 6,99. Ist ein guter Klassiker mit super Sachen. Ist ja leider letztes Jahr ein bisschen teurer geworden, aber immer noch ein sehr guter Preis für 6,99. Da habt ihr, hier muss ich mal überlegen, 8 Nico-Raketen, brauchen wir nichts sagen, sind super. Natürlich 3 Packungen Knallerbsen, hier 2 Packungen Klasse 1 Artikel, ich weiß jetzt auch nicht, aber was es ist. Sehr, sehr, sehr viele Böller und eine Quattro-Fontäne. Und das müsste die Chuko, Mini-Chuko sein. Also wirklich ein super Set, wer viel für wenig Geld haben will. Das kann ich empfehlen. Dann hier wieder der Testsieger beim SWR Marktcheck, wo ich ja letztes Jahr mitgespielt habe. Vielleicht hat es der eine oder mitgedreht habe. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Könnt ihr euch nochmal anschauen, das findet ihr auf YouTube. Da ist ja der Testsieger die Dr. Pyro, da werden wir aber noch dazu kommen. So, dann haben wir hier ein Leuchtsortiment, das ist das Power Tower von Weko Feuerwerk. Da habt ihr eine große Vielfalt von hier Fontänen und kleineren Batterien. Habe ich selber noch nicht getestet, sieht aber sehr interessant aus. Wie gesagt, sind kleinere Raketen, sage ich, kleinere Batterien und Fontänen mit dabei. Verschiedene Effekte in einem Beutel. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht, habe ich nicht getestet. Aber kann man definitiv mal mitnehmen. Bei Lidl gibt es ja sowas ähnliches, das ist das Bombette-Set, das kostet aber 30 Euro und das wäre so eine kleinere Variante dazu. Genau, dann haben wir das Nico Familiensortiment Champ Edition für 9,99 mit einer Riesensortierung. Hier sind auch wieder 7 Nico-Raketen dabei. Einige Klasse 1 Artikel, hier haben wir noch eine 4 Elemente, also die Quattro Fontäne zum Beispiel von Weko wäre das. Dann hier Space Bombs sind dabei, Böller, oh, also es ist sehr viel Klasse 1 dabei, habt aber auch Böller und Fontänen dabei. Ich denke für 9,99 ist es schon echt ein cooles Set und für einen kleinen Preis mit einer sehr großen Sortierung. Wer Klasse 1 auch mag, ist hier auch sehr gut bedient und das kann man sich definitiv auch geben, also wirklich super. Gut, das ist die erste Seite. Dann haben wir die zweite Seite. Wieder ein Familiensortiment. Das ist das Extended Family.
Ich finde generell die Familiensortimente, die bei Norma angeboten werden, immer sehr gut. Also da gibt es wirklich nichts Schlechtes zu sagen, finde ich. Ihr habt hier zum Beispiel die Raketen, diese, was nach Zahlen benannt sind, die auch im Metalhead drin sind. Da kommen wir aber auch gleich dazu. Da habt ihr ganze 8 Raketen auch wieder dabei. Ihr habt Turboflyer dabei. Ihr habt verschiedene Leuchtartikel und eine kleine Packung Böller. Ich weiß jetzt, hier Schiene Böller D sind noch mit dabei. Für 14,99 dafür, dass ihr viel Leuchtartikel bekommt und schöne Raketen, kann man eigentlich auch noch machen. Also da gibt es wesentlich teurere Sachen als das und schlechter. Also wenn ihr das Geld dafür habt und ihr wollt euch das gönnen, also ein Set mit weniger Böllern, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Das ist nicht schlecht. So, jetzt kommt der Klassiker, das Rocket Rally, ein Raketensortiment von Nico für 19,99, 25-teilig. Da zahlt ihr auch weniger als 1 Euro für eine Rakete. Ich vertausche immer Batterie und Rakete. Hier habt ihr die Burst-Raketen mit dabei, die Turbo-Raketen sind mit dabei. Wirklich super Sortierung. Ring Rockets sind dabei. Absolut geiles Set. Kann man echt nur empfehlen. Ich habe es mehrmals getestet. Ich habe es letztes Jahr getestet. Es ist ein Hammer-Set. Das müsst ihr euch kaufen, wenn ihr da auf Raketen steht. Da empfehle ich euch wirklich sehr, dass ihr euch das kauft. Genauso wie das Metalhead. Da sind 9 Raketen drin für 99. Super Bombenraketen, wie auch hier in dem Extended Family die gleichen, fast gleichen mit dabei. Super Raketen, super Zerleger, super Effekte. Wirklich geil für den kleinen Preis. Absolut empfehlenswert. So, jetzt noch ein super Raketenset, was ich leider letztes Jahr nicht gefilmt habe, aber selber auch getestet habe. Das Jewels of Fire für 14,90 mit 15 Raketen, da zahlt ihr 1 Euro pro Rakete. Sind auch wirklich super krass gute Raketen dabei. Also wirklich, ich feiere diese Mikroraketen. Die sind auch wirklich bekannt dafür, dass sie gut sind. Das kauft, wenn ihr Raketen wollt, kauft euch die. Die sind wirklich Hammer. Wirklich Hammer gute Raketen. Ich finde sie super, wirklich. Ich habe sie getestet und ich gebt es euch einfach so weiter, dass die wirklich gut sind. Und da habt ihr echt eine schöne Sortierung mit schönen Raketen. Und das ist wirklich toll. So, dann haben wir das X-Tail Rockets. Da sind 3 kleine Raketen dabei. Und dabei handelt es sich um die Rocket Strike von Nico. Das ist eine Umlabelung. Wirklich auch geile Teile. Für den ersten Blick echt ziemlich teuer für 7,99. Aber sind wirklich super Raketen, die liegt man da wirklich so auf dem Boden, meine ich. Ich habe sie nicht getestet, ich habe sie online bestellt, aber es gibt verschiedene Videos dazu. Ist wirklich mal was anderes, so als eine Rakete einfach so in die Flasche reinzustecken und auch mit einem super tollen Effekt. Also es ist teuer, aber wenn ihr es testen wollt, auch sehr gut und sehr empfehlenswert, aber halt wirklich teuer. So, dann haben wir hier ein Verbundsfeuerwerk, den ich auch nicht getestet habe. Ich habe mir noch nie ein Verbundsfeuerwerk bei Norma geholt, aber das ist die Turbocharger für 24,99. Da habt ihr 126 Schuss und dabei handelt es sich um die umgelabelte London. Also ist auch ein Verbund, aber eben für Norma umgelabelte Turbocharger. Und dann noch ein Verbund, die Peacemaker, die ist etwas teurer für 59,99, 158 Schuss. Das ist die Berlin, der Berlin, die Umlabelung oder die Peacemaker ist die Umlabelung für das Berlin-Verbund. Und das kriegt ihr hier auch bei Norma für 59,99. Genau. Dann haben wir das Battleship-Verbundset für 14,99. Ein Verbund, der etwas billiger ist. Den kann man sich auf jeden Fall mal geben oder kann man natürlich mal testen. Ich habe ihn auch noch nicht getestet. Vielleicht nehme ich den dieses Jahr mal mit. Darüber kann ich leider nichts sagen. Aber was ich sagen kann, das Battleship ist das umgelabelte, also die Umlabelung des Battleship und der Artikel, der dazu umgelabelt wurde, ist der Steam Train. Genau. Vielleicht kennt das ja schon der ein oder andere. Und wenn ihr den Steam Train schon mal hattet, dann wisst ihr, dass es der Battleship jetzt ist. Genau. Dann kommen wir zur dritten Seite. Die Devil's Dance, die hatte ich auch mehrfach. Ist eine Heuler-Batterie für 8,99 mit 300 Schuss. Die kann ich auch sehr empfehlen. Die Schüsse kommen sehr schnell. So war es zumindest in den letzten Jahren. Und wenn die immer noch so schnell schießt, dann ist sie auch sehr zu empfehlen. Die macht richtig Krach und sorgt für Aufmerksamkeit. So, dann haben wir eine größere Batterie, die Lord of Fire mit 200 Schuss für 19,99. Die Lord of Fire, ja, so wie man es hier sieht, also hat mehrere verschiedene Effekte.
sehr abwechslungsreich, würde ich so ein bisschen von den Effekten her nicht vergleichen wie mit der Black Ice von Lidl, aber doch sehr abwechslungsreich. Und für 20 Euro kriegt ihr da echt schöne Effekte geboten. So, dann haben wir die Hellscream. Das ist eine kleine Heulerbatterie mit 100 Schuss für 3,99. Zum Testen kann man es mitnehmen, aber bekanntlich sind die Schüsse sehr langsam bei diesen billigeren Heulerbatterien. So, dann haben wir die Mephistos Fire. Die Mephistos Fire hat sich eigentlich als sehr gut erwiesen, finde ich. War ja nicht schlecht, ich habe sie getestet. Die kriegt ihr für 3,99, ist so im Bereich von der Alligator, von der Rhino, so im Preisbereich, also billigerer Batterie, aber mit tollen Effekten. Mit 16 Schuss, top. Finde ich schön, dass die dieses Jahr auch wieder gibt. Da ist mir leider die Aufnahme vom letzten Jahr ja, abhanden gekommen. Dann haben wir ein Leuchtsortiment. Lord of Lights XXL für 24,99, da habt ihr ganze 421 Schuss. Mit einer riesen Sortierung verschiedener Artikel. Hier haben wir die Quattro Fontäne, hier sehe ich die Golden Stars ist da mit drin. Also die Ivanhoe ist mit dabei. Merlin sehe ich hier noch. Ist schon ziemlich teuer, finde ich. Da würde ich doch eventuell dann doch lieber hier das Power Tower nehmen. Aber dieses Set hier ist von Vico, also das andere war von Nico. Naja. So, die Outlaw für 6,99. Preislich eigentlich ganz in Ordnung. Nur bei mir waren die Zerleger sehr, also Zerleger nicht sehr gut und die Bouquets am Himmel waren leider sehr, ja, mager, finde ich. Ich werde sie mir dieses Jahr nicht holen. Manche Leute meinten, die war ganz gut bei denen. Bei mir war sie nicht so gut. Ich werde sie mir nicht mehr kaufen. Dann haben wir die Katapult 288. Die ist auch jedes Jahr dabei bei Norma. Ist eine römische Lichterbatterie mit 288 Schuss für 10 Euro. Schon ziemlich teuer, finde ich. Nicht so mein Ding. Ich werde es mir nicht holen. Dann haben wir eine ganz kleine Heulerbatterie mit 25 Schuss für 1,99. Das müsste eigentlich dasselbe wie die Little Devil sein. Die gab es ja letztes Jahr hier auch. Ob das die Umlabelung ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist eigentlich dasselbe. Wirklich so eine kleine Box. Gibt es auch unter dem Namen Bastard, glaube ich, von irgendeiner Firma. Kann man zum Testen auf jeden Fall mitnehmen, zum Zeitvertreiben vor 0 Uhr. Auf jeden Fall ganz in Ordnung. Dann haben wir ein römisches Lichterrohr, sage ich, mit 210 Schuss für 7,49. Ja, ist auch eigentlich immer ziemlich lustig. Finde aber die Preise, also da würde ich dann vielleicht doch lieber ein bisschen mehr Geld drauflegen und dann mir das Katapult 288 holen von hier, auch von Iveco, aber. Naja, wenn ihr auf weniger Schüsse steht, dann könnt ihr euch das holen. Ich habe es nicht getestet, sind aber meistens immer dieselben. Die werden ja auch bei Aldi und so verkauft. Für zwischendurch ganz okay. Dann haben wir ein dreiteiliges Mini-Batterie-Sortiment für 9,99. Da habt ihr einmal die Stardance, die Colored Flowers und die Caprice. Insgesamt sind da 89 Schuss dabei. Auch wieder so für vor 0 Uhr, finde ich, zum Aufwärmen. Geht auf jeden Fall klar. So, dann haben wir das altbekannte Atomic Pack. Mag ich überhaupt nicht. Für 5,99 sehr teuer. Haufen Mini-Knaller mit dabei. Ich zähle mal kurz. 1, 2, 3. Also mehr als 5 Packungen Mini-Knaller. Die Frösche, die eh nicht so gut sind. Und die Pyropetale, naja. Kein gutes Set, wenn ihr mich fragt. Ich finde es nicht gut. Also kauft euch das bitte nicht. Die Böller mögen vielleicht besser oder besser als die letzten Jahre sein. Ich habe sie nicht getestet, aber. Ich finde die Sortierung absolut schlecht. So, hier Wunderkerzen sind aber nicht so interessant. Hier von Vico die Reibkopfknaller nach Harzer Art sind bekanntlich auch nicht immer so gut. Für 1,79, ja, muss jeder selber wissen. Also ich hole mir das nicht. Die sind halt keine guten Knaller. So, dann haben wir hier, das finde ich sehr cool, von Nico Feuerwerk, das Fantasy Lights. Da haben die drauf geschrieben, optisches Feuerwerk ohne Knallartikel, haustierfreundliches Leuchtsortiment. Also, vielleicht kennt ihr das von meinen alten Aufnahmen. Also nicht mein Hund, der Hund von meinem Nachbar hat bei manchen Batterievideos immer sehr gebellt und das ist eher ruhiges Feuerwerk, auch für die Tiere, wenn ihr Tiere habt, sehr gut, weil die Tiere da nicht so durchdrehen, weil es zu laut ist. Wer auf sowas Wert legt, kann das natürlich mitnehmen. Eine 22-teilige Sortierung finde ich sehr cool, dass es sowas gibt. Also wirklich ein Set, nur ruhiges Feuerwerk, das ist ganz okay. Also soll es auch geben, finde ich gut. Dann haben wir hier den Testsieger vom SWR Marktcheck, wo ich ja letztes Jahr mitgemacht habe, die Dr. Pyro.
Eine Batterie für 16,99 mit 16 Schuss. Ich werde oft gefragt, ob man sich die kaufen soll oder die Black Ice. Ich finde beides sehr gut. Die Dr. Pyro hat echt heftige Zerleger und eine heftige Ausbreitung. Ich kann sie definitiv empfehlen. Ich habe sie jetzt 2 Jahre in Folge gekauft und getestet und ich finde sie super. Also wirklich eine super tolle Batterie. Kauft euch die. Das sage ich jetzt nicht, weil die hier Testsieger ist, sondern weil die wirklich gut ist. Und die Leute, die sie getestet haben, die werden wahrscheinlich das Gleiche sagen. So, dann haben wir wieder einen Verbund aus 4 Batterien. Das ist die The Boss für 19,99. Und The Boss ist die umgelabelte Dragon Fighter. Genau. Habe ich nicht getestet, aber vielleicht ist die ja ganz gut. Wenn sie einer von euch getestet hat, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Vielleicht kann man sie ja mal holen. Ich habe sie nicht getestet. So, dann die Monster Burner, die gab es letztes Jahr auch schon, auch wieder für 19,99. Und die Monster Burner ist die umgelabelte, also ist jetzt kein Verbund, das ist wirklich eine einzelne Batterie, die umgelabelte Boy Scout. Auch eine schöne Batterie mit viel Abwechslung, mit vielen verschiedenen Farben. Was ich sehr cool finde an dieser Batterie, es gibt dort violette Farben, sage ich jetzt, oder Zerleger, violette Zerleger. Richtig geil, ich habe mir das Video vorhin angeschaut, die macht wirklich was her, die ist echt gut. Also wäre eine Überlegung wert, die zu holen. So, dann haben wir hier wieder einen Verbund, die Metal Shots für 39,99 mit 150 Schuss. Und das ist die umgelabelte Monte Carlo. Genau. So, dann die Monster Blaze. Eine wirklich geile Batterie, die ich auch schon öfter hatte. Richtig geile Salven abschießt. Also die schießt direkt am Anfang richtig fette Salven mit richtig geilen Zerlegern. Hammerbatterie. Preis schreckt jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber die ist wirklich super. Also die knallt richtig rein. So, dann, ich meine, das ist eine Neuheit, die gab es letztes Jahr nicht beim Norma. Das ist die Maestro von Weco für 7,99. Da habe ich mir auch das Video dazu angeschaut und die Maestro hat mir auch ziemlich gut gefallen eigentlich. Hat eine schöne Blinkerbatterie, die man sich auf jeden Fall mal kaufen kann. Wirklich toll, also auch mit Crackling mit drin, wer da auf diese Kombo steht. Man müsste sie mal testen, ich habe sie noch nicht getestet, aber ich werde sie mir wahrscheinlich dieses Jahr mal gönnen. Dann haben wir die Dark Raven, ich meine, die gab es letztes Jahr auch schon. Eine Batterie für 8,99 mit 25 Schuss, hat ein Kaliber von 20 mm. Da meine ich, sind die Zerleger waren da nicht so gut. Habe ich im Gedächtnis. Das ist übrigens auch eine Pyromold-Batterie. Also das sind nicht diese Rohre, das ist halt wirklich so diese fertige Batterie schon. Vielleicht gönne ich die mir auch mal gucken. So, und als letzter Artikel haben wir dann hier die Carajo für 4,99. Ja, die Carajo hat viel Schuss, also 30 Schuss. Ist gut. Geht 30 Sekunden. Ich habe sie aber auch getestet letztes Jahr und ich fand die Zerleger mega schlecht. Also das ist ein Mini-Zerleger, leiser Knall. Ich finde sie überhaupt nicht gut und ich würde sie auch nicht mehr kaufen. Das ist meine ehrliche Meinung. Okay Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe, wie gesagt, vor 20 Minuten diese PDF-Datei bekommen. Und ich finde, das Sortiment jetzt ist nicht wirklich sehr großartig anders als das vom letztes Jahr. Aber es ist schön, dass es einige Artikel da immer noch gibt. Und das finde ich sehr toll. Und da werde ich auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder hingehen und mir ein paar Sachen gönnen. Und ich hoffe, euch konnte ich damit helfen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Tipps oder Wünsche zu anderen Prospekten, dann schreibt es mir doch bitte unbedingt in die Kommentare. Mich freut es jedes Mal, wenn ihr mir schreibt. Es kommen noch mega viele Videos für euch. Ich habe noch viel vorbereitet und ich wünsche euch viel Spaß mit den kommenden Videos noch. Und bald ist Silvester und bald können wir endlich wieder knallen, Alter. Viel Spaß noch. Haut rein.